Hallo und herzlich willkommen hier auf Jekams WOMO TV. Wir befinden uns hier gerade in Lübbenau im Spreewald. Und heute möchte ich euch diese wunderschöne Stadt mal vorstellen. Wir haben uns vorgenommen, wir gehen zu Fuß mal in Richtung Hafen. Auf dem Weg dahin kann ich euch mal so ein bisschen was vom Dorf zeigen. Dann den Hafen mit seiner wunderschönen Natur. Und wir werden uns mal angucken, wie sich die Leute da vorbereiten auf den Ansturm, der ja hier jetzt am Wochenende beginnen soll. Wir stehen ja hier momentan auf dem Wohnmobilstellplatz am Bahnhof hier in Lübbenau. Den habe ich mal ganz kurz vorgestellt, schon in einem anderen Video. Ich kann ihn mal unten noch mit verlinken oder beziehungsweise hier oben in der Infobox. Ansonsten kann ich nur sagen, das Wetter spielt so einigermaßen mit. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Los geht's. So. Nun begeben wir uns also zu Fuß in Richtung Lübbenau. Wir sind so ungefähr 2 Kilometer vom Bahnhof aus. Wie gesagt, Wetter heute ist schön. Und ich hätte es mir wesentlich kälter vorgestellt. Hier sehen wir mal noch ein Original, schön erhaltenes und gepflegtes altes Gebäude von 1905 bis 1906 errichtet. Gehörte damals noch zur alten Gurkeneinlegerei Schulze. Campingplätze, wie gesagt, alle geschlossen. Die hier öffnen erst am 15. Mai, also quasi in 3 Tagen. Wie gesagt, ist hier leider alles noch zu, aber wenn es mal wieder geöffnet hat, dann kann man natürlich auch Eis und Bier und Kaffee zu sich nehmen. Hier der große Hafen für den Parkplatz. Nee, der große Parkplatz für den Hafen. So. Der große Parkplatz für den Hafen. Davon hat Lübbenau im Prinzip einige. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass im Sommer unwahrscheinlich schwierig ist, hier auch noch einen Platz zu bekommen. Aber eine ständige Fluktuation ist ja auch gegeben. So dass es also nicht unmöglich erscheint, hier mal was zu kriegen. Momentan natürlich ist alles sehr leer. Private Bootsverleih ist natürlich auch überall an den Kanten und Ecken, wo man sich dann Kanus für Zweier, Dreier oder Einzel ausleihen kann. Also das ist hier alles möglich. Hier haben wir den Leiper Weg. Von hier aus ist es dann möglich, mit dem Fahrrad verschiedene Touren zu fahren. Das war im Übrigen auch der Weg, den wir genommen haben in Richtung Burg. Allerdings war dieser dann, wie wir gesehen haben, gesperrt. Aber möglich ist das auf jeden Fall, dieses zu nutzen, wenn sie denn offen sind, heißt es. Also wie gesagt, diese Abfahrten, die findet ihr hier in Lübbenau auch in jeder Ecke. Genau wie diese Kahnabfahrtstellen.
Da hinten ersichtlich. Ich nehme an, die bereiten sich auch langsam vor, denn ab Sonnabend soll es ja geöffnet werden und soll es ja hier nur endlich losgehen. Und ich denke, dass die Fährleute hier auch dem langsam entgegenfiebern. Denn auch die Leute wollen ja hier Geld verdienen. Und natürlich der Gurkenverkauf auch an jeder Ecke. Nicht nur Gurken, natürlich Meerrettich und viele Sachen. Spreewald typisch eben. Honigsäfte. So, hier sind wir im Prinzip schon am Haupthafen angekommen. Man baut und fleißig und werkelt fleißig hier natürlich alles noch so ein bisschen auf. Bowlingbahn, also hier ist für alles im Prinzip gesorgt und nutzbar. Also ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass hier im Sommer, wenn also alles offen ist, enormst viel los ist. Also da könnt ihr hier kaum treten. So, hier vorne haben wir denn den Abfahrhafen der einzelnen Schiffe. Und diese Buden, die wir hier sehen, die sind also eigentlich um diese Zeit voll belegt mit Einzelhändlern, die hier Gurken anbieten, Honig anbieten, Säfte anbieten, Liköre anbieten. Allerlei aus Gurken gemacht, aus Meerrettich gemacht, aus Knoblauch gemacht und so weiter. Also das kann man hier eigentlich erwerben. Momentan sieht das natürlich mächtig mau aus. Aber wir hoffen, dass sich das so ab Wochenende alles so ein bisschen ebnet. Und dass ich dann das dann wieder nutzen kann. Hier verschiedene Abfahrtstellen, Kran 1 und Kran 2. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund so ein bisschen hört, die Leute bereiten sich darauf vor. Ja, hier werden Konzepte umgesetzt und also ihr seht, man bereitet sich vor, hier trotzdem Gäste zu empfangen. So, hier haben wir die wunderschöne Spree, der hier in Lübbenau an die Ufern klatscht. Und wie gesagt, von hier aus kann man dann eben die Kranfahrten nach Lehde, nach Leipe oder anderorts machen. Das sind zum Teil mehrstündige Kranfahrten, die hier angeboten werden, die hier unter anderem beginnen. Davor oder danach kann man dann hier Kaffee und Eis zu sich nehmen. Komm mal her, komm mal her. Oh, mein Spatz. Jo, einfach mal die Sonne genießen. Hm? Hier mal ein schöner Blick von der Brücke. So, ich schwenke mal die Kamera rum. Da kann man sehen, wie die Leute hier auch rechts am Rande so ein bisschen beschäftigt sind. Die Vorgaben der Behörden hier umzusetzen. Auch wieder eine der unzähligen Brücken, die hier über diese Seitenarme der Spree so rübergehen und damit eben
alles so einen schönen Rundweg verbinden, den man hier komplett durch den Spreewald nutzen kann. Hier im Hintergrund die Orangerie des ehemaligen Gutes von Lübbenau. Hier in der Nähe befindet sich dann auch der Campingplatz, also rechts weiter folgend. Aber den präsentieren wir dann mal in einem anderen Video. Mal so einen kleinen Parkplatz, wo die Kahnleute wahrscheinlich so ihre Kähne bei Nichtgebrauch abparken. Der Kahnhafen aus einer anderen Perspektive. Gutshaus rechts. Alte und da, wo der Kirchturm ist, ist im Prinzip dann die Stadt, die Stadtmitte. Aber das touristische Leben spielt sich eben, wie gesagt, eigentlich hier ab. Das ist so Dreh- und Angelpunkt von ganz Lübbenau. So, das war mal so ein kleiner Ausflug zum Hafen von Lübbenau. Wie ihr ja nur gesehen habt, ist das alles mächtig verwaist noch. Aber von der Natur her, wie gesagt, wunderschön. Ich habe mal versucht, hier so einen kleinen Einblick zu geben. Stellvertretend für den Spreewald, was hier alles möglich ist und was hier geboten wird. Wie gesagt, ein Eldorado für Fahrradfahrer und Spaziergeher. Wie gesagt, es ist hier alles wunderschön. So, wir gehen jetzt wieder zurück zum Wohnmobil und suchen uns noch ein anderes Ziel raus heute. Wo es genau hingeht, wissen wir noch nicht. Das ist hier das Wohnhaus von Eben Welk, der hier also in Lübbenau vom 1.4.1935 bis zum 16.4.1940 wohnte. Eben Welk ist hier der Verfasser der berühmten Kummerow-Bücher. Auch das ist hier wunderschön im Wert erhalten worden. Hier mal so diese kleinen, entlang der Straße laufenden kleinen Bäche, die man natürlich begradigt hat. Die sind auch so typisch für jede Stadt im Spreewald. Wir haben quasi natürliche Flussseitenarme, die hier so entlang fließen überall. Werden hier umgeleitet in den nächsten Wasserbereich und überall sehr schöne gepflegte Vorgärten. Also es ist echt eine Augenweide hier manchmal. Hier sehen wir wieder so ein Beispiel. Das Schöne im Mai ist natürlich, dass alles grünt und blüht und dem Ganzen natürlich noch das Sahnehäubchen aufsetzt.
Wer natürlich jetzt nicht mit dem Wohnmobil unterwegs ist, auch der hat die Möglichkeit einer Bleibe hier. Unzählige Hotels, wie das Spreewaldeck, was wir hier sehen, ist bereit, dann seine Gäste zu empfangen. Genauso wie natürlich kleine private Vermieter wie Ferienhaus Harting hier nehmen Gäste auf. Und wie man sieht, schon draußen sieht das sehr einladend aus. Und dann kann einen drinnen theoretisch nur Bestes empfangen, wenn man draußen schon solchen tollen Blick genießen darf. Also wie gesagt, nicht nur für Wohnmobiles. Hier mal auch so ein typisches Restaurant. Zwar etwas abgelegen vom Hafen, aber doch schön urgemütlich. Hier kann man dann Eisspezialitäten, Cafés oder andere Sachen zu sich nehmen. Auch was man immer wieder sieht im Spreewald sind diese Fässer. Die haben natürlich eine lange Tradition, auch gerade in der Gurkenbearbeitung. Das sind so typische Fässer, die also auch zum Einlegen von Gurken in allen möglichen Variationen genutzt werden. Die findet ihr hier an jeder Straßenecke. Natürlich hier so ein bisschen als Werbeaufsteller oder als Wegweiser. Das ein oder andere Fass erzählt hier so seine Geschichte. Denn dieses hier vor uns liegende hat tot sich ja auch so ein paar Jährchen schon hinter sich. Jetzt dient es hier, wie gesagt, als kleiner Hinweis für das Restaurant und Eiskaffee Hinschick hier in Lübbenau. So, das war mal so ein kleiner Einblick in die Spreewaldstadt Lübbenau. Alles habe ich euch natürlich nicht gezeigt, denn ihr solltet ja selber auch noch ein bisschen was erkunden. Wenn ihr hier in der Nähe seid, ist es wie gesagt ein total heißer Tipp von mir. Hier, wie gesagt, auf dem Stellplatz könnt ihr für 8 Euro die Tageskarte ziehen. Mittlerweile haben die heute auch an der Fähr- und Entsorgung gebastelt. Da können wir ja dann nochmal hingehen, gucken, ob das wieder möglich ist. Wir fahren jetzt weiter nach Lübben. Das ist zumindest unser Ziel. Bis heute Morgen war hier, wie gesagt, noch so eine blaue Tüte verbaut. Die war hier vor. Das ist jetzt mittlerweile frei. Also für kurz entschlossen, die noch vorhaben, in Kürze hier mal sich das anzugucken. Wie gesagt, es ist empfehlenswert. Die Spülung ist wohl noch defekt, aber die Leute arbeiten dran. Auch das durchgestrichene Parkscheinautomat ist wieder frei, sodass es jetzt also wieder verpflichtend wird. Wir haben natürlich trotzdem bezahlt, wie es sich gehört, denn die Leute hier haben auch ein Anrecht darauf, für eine entsprechende Leistung bezahlt zu werden. So sehen wir das zumindest. Wir haben es hier gerne bezahlt und 8 Euro, denke ich, tun einem nicht weh. Wie gesagt, für 1 Euro, wenn das wieder funktioniert, könnt ihr hier bis zu 40 Liter Wasser zapfen. Das ist genügend und ausreichend für mindestens 2 Tage. Zumindest geht es uns so. Selbst wenn ihr duscht im Fahrzeug, kommt ihr damit hin. Und für 1 Euro ist das eine ganz faire Leistung, finde ich. Ansonsten, ja, kurzes Fazit. Ich habe vom Zugverkehr hier nichts gemerkt. Ich habe trotzdem wunderbar geschlafen. Der Zugverkehr hier findet nachts statt. Platz haben hier, ich denke, 9 Wohnmobilstellplätze an der einen Stromsäule, die wir hier hinter uns haben, sind 6 Steckplätze. Und an der zweiten, die wir nach dem kurzen Aufenthalt des Besuch oder bei unseren Kernverwandten hatten gestern, haben wir mal da hinten, wo ihr das zweite Wohnmobil seht, gestanden. Dort sind noch mal 4 Steckdosen, sodass insgesamt 10 sind. Also 10 Stromplätze sind hier angelegt. Mit 50 Cent, wie gesagt, kommt ihr weit, wenn ihr den Kühlschrank auf Gas laufen lasst. Und wenn nicht, dann ist das so, denke ich, kommt man so ungefähr mit 1 Euro pro Tag Stromkosten hin. Sodass wir hier also von 8 Euro plus 1 Euro vielleicht Wasser macht 9 Euro und 1 Euro Strom, seid ihr hier mit 10 Euro komplett abgedeckt. Hier vorne, wie gesagt, befindet sich die Hauptstraße. Der Verkehr geht. Also das ist jetzt nicht, dass es einen unbedingt stört. Aber man möchte ja hier auch nicht seine gesamte Zeit verbringen, sondern soll sich ja in die Stadt bewegen und sich das da alles angucken. Gut, so.
So viel hier also mal zu meinem Video oder zu meiner Vorstellung der Stadt Lübbenau und einer kleinen Vorstellung zu diesem Stellplatz, den wir da benutzt haben. Ja, viel kann man dazu nicht mehr sagen. Ich habe versucht, euch so ein paar kleine Highlights darzustellen und habe die ein wenig hervorgehoben. Wie gesagt, alles habe ich natürlich nicht gezeigt, denn ihr sollt ja natürlich auch noch selber herfahren und euch vielleicht mal von der Schönheit des Spreewaldes überzeugen. Das ist natürlich nicht die einzige Stadt Lübbenau. Es gibt verschiedene andere Städte noch. Es gibt Burg zum Beispiel. Da gibt es auch noch mal ein kleines Video. Das heißt, Burg habe ich jetzt nicht ganz vorgestellt. Wir haben eine wunderschöne Radtour dahin unternommen. Da wird es mal so ein kleines Impressionsvideo geben, was die Natur so ein bisschen zeigt. So ein Impressionsvideo, Naturvideo, was ich da zusammenstellen werde. Dann wird es einen ganz kleinen Ausschnitt über die Stadt Burg geben. Wie gesagt, das zur Stadt Lübbenau. Vertreten natürlich für viele andere Städte, die es da gibt. Die könnt ihr alle von Lübbenau oder Dörfer an der Spree im Spreewald, die könnt ihr alle mit dem Fahrrad erreichen, wie zum Beispiel Lede oder Leipe, Radutsch oder Boblitz. Alles, wie gesagt, locker mit dem Fahrrad erreichbar. Gut, ja, da will ich nicht viel weiter rumher schwafeln. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn ihr weitere Videos von mir nicht verpassen wollt, weil wie gesagt, es wird noch eine Stellplatzvorstellung in Leipzig geben von einem ganz jungen Stellplatz, der sich da circa vor einem Jahr gegründet hat. Dort fahren wir hin. Wie gesagt, wer das nicht verpassen will und weitere Videos, Reiseberichte oder Campingplatzvorstellungen sehen möchte, der abonniert gerne meinen Kanal, drückt die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein Video von mir wieder online geht. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann, euer Jens.